Howdy meine Weihnachtsfreunde und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu diesem Video. Falls du neu hier bist, heiße ich dich recht herzlich auf meinem Kanal willkommen. Mein Name ist Cowgirl Sarah und da der Western Lifestyle meine Lebenseinstellung ist, mache ich hier auf YouTube Western-spezifische Videos, aber zur Herbst- und Winterzeit mache ich auch dementsprechende Deko-Videos und das Jahr über liebe ich es auch, eben unser Zuhause zu dekorieren im Cowboy-Ranch-Stil, aber auch kombiniert mit moderner Farmhouse-Deko. Und heute gibt es einen Extreme-Weihnachts-Deko-Haul. Ich zeige euch komplett die ganze Weihnachtsdeko, die ich dieses Jahr gekauft habe. Ich werde euch auch sagen, wo ich sie gekauft habe. Falls Preise noch dran sind oder ich sie mir noch merken habe können, dann sage ich euch auch gerne die Preise dazu. Das ist ja euch auch ganz wichtig, habe ich zumindest in den letzten Videos gelesen. Und dann legen wir gleich mal mit dem Video los. Ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll, aber ich denke, ich zeige euch erstmal die Sachen, die ich ganz am Anfang gekauft habe, wo das alles mit dem Weihnachtsdeko-Wahn begonnen hat. Und da war ich mit der Mama ja im Depot und ihr habt bestimmt mein Depot Shop With Me Video gesehen und da habe ich mir eben diese Sticks gekauft. Das sind einfach mal gefühlt Tausende, aber nein, es sind 9 Sticks und ein Stick hat eben das Stück 99 Cent gekostet. Und ich habe mir ja gedacht, da ihr jetzt inzwischen auch wisst, dass ich dieses Jahr eben rustikale Weihnachten haben möchte, habe ich mir gedacht, ist es eigentlich gar keine schlechte Idee, diese Sticks dann in meine ganzen Girlanden zu stecken, anstatt von irgendwelchen kitschigen Weihnachtskugeln oder sowas oder irgendwelchen Lametta. Also das kann ich ja gar nicht haben. Deswegen habe ich mir gedacht, kaufe ich mir diese Sticks und die stecke ich dann eben vereinzelt in meine Girlanden, weil ich ja dieses Jahr auch ganz viele Girlanden gekauft habe. Die zeige ich euch dann auch noch und die möchte ich ja überall bei uns in der Wohnung verteilen. Angefangen hier zum Beispiel über dem Bett, dann auf unserem Sideboard, dann auf dem Konsolentisch eventuell, auf unserem TV-Board und dann noch auf unserem Wandregal. Und dafür habe ich jetzt halt auch ausgesorgt. Ich habe genug Girlanden da und deswegen, wenn ich genug Girlanden habe, dann brauche ich auch dementsprechend viele Sticks, wenn ich die eben rustikal dekorieren will. Und deswegen habe ich mir eben 9 Stück davon gekauft. Dann habe ich bei... Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Sostrene Grenet. So sieht auf jeden Fall das Logo aus. Ich weiß nicht, ob ihr auch vielleicht irgendwo so einen Shop bei euch habt, aber das ist halt irgendwie auch so eine Art Bastelladen, der irgendwie auch so ein bisschen schwedisch angehaucht ist. Den gibt es bei uns in Erlangen in den Arkaden. Und da habe ich eben unsere Kerzen gefunden, die ich für den Advent dann benutzen möchte, zum Anzünden, ganz klar. Und ich habe ja auf unserem Esstisch gerade eben auch 4 Kerzenhalter mit orangenen Kerzen drinnen und die werde ich einfach austauschen und zwar eben mit diesen hier. Und ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wie viel das Stück gekostet hat. Ich glaube 1 Euro oder so oder 1,20. Und da ich eben nicht dieses knallige Rot dieses Jahr haben möchte und das vor Weitem eigentlich auch so ein bisschen bräunlich aussieht, habe ich mir gedacht, hey, die nehme ich jetzt einfach mit, weil bei Nanunana, da hatten sie leider nicht mehr die Kerzen in den Farben, die sie gehabt haben, als ich meine Kerzen für den Tisch gekauft habe. Die haben jetzt ganz andere Farben und da war halt irgendwie gar nicht so dabei, wo ich sage, ey, das passt irgendwie. Und deswegen habe ich mir die eben bei diesem Bastelladen mitgenommen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, die schon anzuzünden, wenn man dann eben sonntags zu jedem Advent dann irgendwie so ein Adventsessen macht oder auch zum Frühstücken und so. Das ist halt einfach, Kerzen machen alles einfach gemütlicher, finde ich. Und deswegen habe ich mir die mitgenommen. Dann habe ich beim Kick mir vor ein paar Tagen diesen Stick hier mitgenommen für 3,99 €. Ich hoffe, man kann es lesen. Und diesen Stick, den finde ich eigentlich richtig, richtig cool. Den Stick, den fand ich auf jeden Fall total gut, weil der halt einfach mega riesig ist und auch so buschig ist. Den kann man halt eben einfach als Einzelstück in der Vase stellen und der macht schon was her. Deswegen habe ich mir den unbedingt mitnehmen müssen. Dann habe ich mir, wenn wir schon jetzt halt bei diesem Grünzeug sind, habe ich mir bei Wohlwort meine Girlanden gekauft dieses Jahr, weil die das Stück nur 8 Euro gekostet haben.
und die relativ lang sind, so lang wie meine beiden ausgestreckten Arme eben lang sind. Und die sehen auch relativ realistisch aus, haben keinen Schnee dran, also hier kann auch nichts abfallen. Und ich habe noch früher oder vor ein paar Jahren noch diese Weihnachtsgirlanden von meiner Mama gehabt. Das waren, das waren irgendwie so Plastikgirlanden oder halt auch irgendwie so Papiergirlanden. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, aber wenn man die schon so geschüttelt hat, dann sind da immer diese Nadeln abgefallen und man hatte so viel Dreck und man musste gefühlt jeden Tag staubsaugen. Und ich habe gesagt, naja, also das will ich auf jeden Fall nicht mehr zukünftig haben. Deswegen habe ich angefangen, solche Girlanden zu kaufen. Und ich habe mir letztes Jahr bei Woolworth schon genau die gleiche gekauft. Ich glaube, eine oder zwei. Und dieses Jahr habe ich mir, damit ich natürlich ausgesorgt habe, drei neue gekauft. Die müssen jetzt auf jeden Fall langen für die ganze Wohnung, damit die mit Girlanden dekoriert ist. Und ich tue damit halt so gerne dekorieren, weil die so schon richtig viel ausfüllen auf einem Platz, wenn ihr wisst, was ich meine. Denn wenn ich jetzt ein Sideboard habe, das ich dekorieren möchte und ich lege da so eine Girlande drauf, die nimmt eigentlich schon so das ganze Sideboard mit, weil diese Girlande eben so lang ist wie das Sideboard. Und das ist dann eigentlich schon so dieser Hingucker, den man hat, und um den muss man eigentlich nur noch so ein bisschen drumherum dekorieren. Und das ist halt einfach total easy, total einfach, macht es aber trotzdem total gemütlich und man sieht sofort, dass es einfach weihnachtlich ist, weil so eine Girlande hängt man sich nicht übers Jahr einfach irgendwo hin oder dekoriert damit. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich tue jetzt überall, wo ich so Sideboards habe oder das Bett, mache ich solche Girlanden hin, dekoriere die dann wie gesagt noch mit den Sticks oder mit noch so ein paar anderen kleinen Sachen und dann ist das eigentlich schon überwiegend erledigt. Aber natürlich werde ich auch noch alles drumherum dekorieren, also das ist natürlich nicht das Einzige, das werde ich euch alles filmen und euch alles zeigen. Und ich freue mich schon so, so sehr und ich hoffe, dass euch auch diese zukünftigen Videos gefallen werden. Aber jetzt machen wir mal weiter, sonst wird dieses Video wieder ewig lang. Für den Esstisch wollte ich jetzt halt nicht eine 0815 Woolworth Girlande hinlegen, aber ich wollte trotzdem eine Girlande, weil mir diese, die ich jetzt halt zum Herbst habe, die gefällt mir so gut auf dem Esstisch. Das ist halt einfach so ein richtiger Hingucker und das möchte ich halt auch zu Weihnachten und zur Winterzeit haben. Deswegen habe ich mir diese Girlande hier gekauft. Ich weiß nicht, was es darstellen soll. Es sieht so ein bisschen aus wie so eine Thuja von Weitem. Kostet leider 19,99 €, ist ein stolzer Preis, aber diese Girlande ist auch sehr lang, also die ist jetzt halt hier nur ein bisschen umgeknickt, weil sie hier zusammengebunden ist, aber die ist locker so lang wie mein Esstisch und ich habe da auch ein Display gesehen, also da hatten sie bei Depot direkt einen Tisch dekoriert gehabt, wo diese Girlande mit drauf war und es sah echt super aus, war nicht zu viel, war nicht zu wenig, mit ein bisschen anderer Deko dazu. Sieht es einfach super, super toll aus. Und dann habe ich mir noch bei Depot für 6,99 € zwei dieser Kiefernsticks mitgenommen, weil das mal was anderes ist. Das ist halt kein Tannenstick, sondern ein Kiefernstick. Und ja, das ist halt einfach mal was anderes. Ein anderer Hingucker, nicht immer das Gleiche, weil das Auge, das will ja auch mal ein bisschen Abwechslung sehen. Habe ich schon öfter in anderen Videos gesagt und deswegen habe ich mir diesen Kiefernstick mitgenommen. Ich meine, 6,99 € ist ein stolzer Preis, habe ich aber leider nirgendwo anders gefunden. Zumindest nicht so realistisch aussehen, deswegen habe ich mir den bei Depot mitgenommen. Ich mache das jetzt einfach so ein bisschen durcheinander, weil ich jetzt halt so keine Reihenfolge habe. Deswegen zeige ich euch noch diese Rentiere, die ich bei Woolworth gekauft habe für... Also für diese beiden 2,50 €, weil ich ja wie gesagt eben dieses Waldthema dieses Jahr verfolge. Ich werde auf jeden Fall da oben diese Bändchen abschneiden und die Rehkitze auf Display stellen, zum Beispiel auf die Etage Reh oder halt eben auch auf meine Baumscheibe, die ich jetzt zum Beispiel auf dem Esstisch stehen habe oder von einem Sideboard habe ich auch eine Holzscheibe stehen und da werde ich eventuell dann eben die Rehkitze draufstellen, aber ich werde mir noch bei, ich glaube Loberon war es oder Frank Flecht war, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, noch Hirsche bestellen. Gibt es zwei in einem Packen und die sind echt bezahlbar und die sind halt eben so in der Rostoptik oder in so Altmetalloptik.
halt Metall. Ja, egal, ihr wisst, was ich meine. Und die finde ich auch richtig, richtig cool. Und die halt, oder einen Hirsch irgendwo auf einem Display gestellt und ein bisschen drumherum dekoriert. Sieht auch richtig cool aus. Passt perfekt zu dem Waldthema, das ich dieses Jahr eben habe. Und deswegen werde ich mir die auch noch bestellen und habe mir die Rehkitze deswegen gekauft, um meine kleinen Etagerees oder halt Displays zu dekorieren. So, dann habe ich mir bei einer Nunana Sachen gekauft vor Ort und bestellt, weil es leider nicht alle Deko-Sachen, die es bei einer Nunana gibt, online, nicht alle im Laden direkt gibt, was ich sehr, sehr schade finde. Aber ist halt so, macht ja nichts. Auf jeden Fall habe ich mir für das rustikale Thema dieses Jahr, und ich liebe ja Holz über alles, ist mein liebstes Material, und dann kommt so ein bisschen Metall, habe ich mir diese zwei Holzhäuser gekauft, die ich auch super süß finde, einfach nur als Dekoration irgendwo hingestellt, auf irgendeine Baumscheibe oder auf ein Tablett oder einfach so zwischen die Girlanden. Völlig egal. Ist auf jeden Fall rustikal, ist total süß. Kann man eventuell sogar auch übers Jahr einfach hinstellen und dekorieren. So ein bisschen im Farmhouse-Stil. Finde ich auch eine super coole Idee. Und deswegen habe ich mir die mitgenommen. Und was habe ich da noch drin? Dann habe ich mir für 7,95 bei einer Nunana noch diese kleinen Tannenbäumchen mitgenommen mit einem Holzscheibenfuß unten dran. Ich habe mir aber letztes Jahr bei Kick schon solche gekauft. Die haben eben unten einen Jutefuß, also die sind in Jute eingepackt. Die kosten das Stück nur 4 oder 5 Euro. Die gibt es dieses Jahr auch wieder bei Kick, habe ich letztens erst gesehen gehabt. Falls ihr sagt, okay, ihr wollt jetzt keine 8 Euro für so ein lächerliches Bäumchen ausgeben, dann schaut bei Kick vorbei, da kostet der um die Hälfte weniger. Und ich wollte aber unbedingt auch so ein bisschen andere Bäumchen haben, nicht nur mit Jute-Sack, sondern halt eben auch so mit so einem Baumscheibenfuß dran, weil ich die Idee einfach cool fand. Und ich noch nicht genug von diesen Bäumchen hatte, sodass ich halt irgendwie was Cooles daraus machen kann. Ich bin auch schon am Überlegen, ob ich die nicht benutze für unseren Esstisch. Aber ich denke, das wird ein bisschen zu viel werden, wenn ich noch die Girlande drauf habe. Deswegen werde ich die auf jeden Fall woanders oder eventuell woanders hin tun. 7,95 das Stück. Und dann habe ich mir bei einer Nunana diese kleinen Holzbäumchen noch bestellt. Diese hier, das Stück 1,95. Und ich war natürlich wieder zu faul, mir die Beschreibung durchzulesen, also die Produktbeschreibung. Das mache ich manchmal nicht so gern. Und ich habe gedacht, die sind halt einfach mal doppelt so groß und habe mich schon gefreut, weil ich mir gedacht habe, yay, die sind so billig. Ich muss mir die nirgendwo anders bestellen, kann mir die auch anflammen, damit sie rustikaler aussehen und kann die dann halt eben, keine Ahnung, auf eine Baumscheibe mit dazustellen zu den Hirschen oder so oder zu den Rehkitzen oder halt eben zu meinen Rostkerzenhäuschen, die ich bei Frank Flechtwaren bestellt habe. Und dann kamen halt eben diese Mini-Dinger an. Und dann ist mir eingefallen, die könnte ich ja auch für meine Etagerie benutzen, weil die ist ja nicht so groß und da passen ja nicht so riesige Sachen drauf. Und dann kann ich eben diese kleinen Bäumchen dafür benutzen. Und ich habe mir noch diese Bäumchen auch bestellt gehabt. Die sind halt ein bisschen breiter, aber von der Höhe her auch nicht größer. Da sind sie sogar noch kleiner. Die werde ich alle anflammen, damit sie, wie gesagt, den rustikalen Touch bekommen. Die kosten übrigens das Stück auch nur 1,95 und die werde ich halt auch für die Etagerie benutzen oder halt irgendwie für ein Tablett oder irgendwas, keine Ahnung. Aber ich muss mir auf jeden Fall noch bei Frank Flechtwaren größere Tannenbäume bestellen, weil ich die eigentlich auch für Sideboard eigentlich wollte zum Dekorieren. Und diese kleinen Bäume, die sieht man auf jeden Fall nicht zwischen der Girlande, auf keinen Fall. Aber das macht auch nichts, denn ich habe nämlich dieses Jahr vor, meine Etagerie zu dem Weihnachtsthema Candy Canes und Weihnachtsbäckerei so ein bisschen zu dekorieren. Deswegen habe ich mir auch bei Industrify dieses Schild gekauft. Candy Canes Hand-Rolled Old Fashioned Open Daily. Und ich habe ja auch schon von ihnen
andere Schilder, große Schilder und auch ein kleines Schild, das schon auf meiner Etagerie steht. Falls ihr dieses Video noch nicht geguckt habt, dann checkt das gerne mal aus. Und ich werde einfach das Herbstschild, das ich jetzt eben auf der Etagerie habe, mit diesem hier austauschen und dann dazu diese Zuckerstangen in eine Weihnachtstasse tun. Diese Zuckerstangen, die habe ich heute bei DM gekauft für 2,95 €. Auch wieder ein sehr stolzer Preis für diese paar Dinger. Die halten mir aber ein Leben lang, weil sie nicht echt sind. Die sehen nur echt aus von Weitem. Und das finde ich halt so cool, weil ich kann die jedes Jahr wieder benutzen für meine Etagerie oder für andere Dekoration. Und deswegen habe ich mir die eben gekauft. Und außerdem noch für die Etagerie oder auch für andere Displays oder irgendwas habe ich mir diese Zimtstangen noch gekauft. Auch das Stück 2,95 €, sind aber auch ewig wiederverwertbar, wiederverwendbar, also gehen mir auch nicht kaputt. Deswegen habe ich mir die auch mitgenommen. So, dann habe ich noch, klar, bei Nanu Nana habe ich mir dann auch noch diese Bäumchen hier bestellt. Die finde ich auch ganz süß, sind aus Porzellan, kosten das Stück 2,95 €. Also für das sind sie echt bezahlbar. Habe aber auch gedacht, dass die größer sind. Aber das Gute ist, ich habe mir bei Lobaron noch ein paar Bäumchen bestellt aus Glas, auch im rustikalen Stil. Und die sind wirklich so groß, wie ich sie haben wollte. Und diese hier benutze ich halt dann auch einfach wieder, wenn ich eine Baumscheibe dekoriere oder irgendein Display. Ja, deswegen finde ich die auch ganz putzig. Dann habe ich mir in Amazon noch ein paar Lebkuchenmänner bestellt für den Weihnachtsbaum. Und ja, sind 12 Stück, glaube ich. Und die sehen so aus. Und das Lustige ist halt auch wieder, ich bin so ein Mensch, ich lese mir halt einfach nicht die Beschreibung genau durch. Ich überfliege es halt dann und dann sehe ich halt manchmal nicht, wie groß die sind oder was für Material das ist. Und ich habe halt gedacht, dass das halt Hartplastik ist oder so. Aber nein, diese Dinger sind aus Gummi. Und an sich finde ich es aber gar nicht schlecht. Denn wenn wir in Zukunft dann mal Kinder haben, die wir auf jeden Fall haben werden, irgendwann die nächsten Jahre und die in die Finger kriegen, dann kann da nichts passieren, die können nicht kaputt gehen, die kann man wieder abwaschen, wenn sie mit batzigen Fingern anlangen, also das macht überhaupt nichts und deswegen finde ich die super süß und deswegen habe ich sie halt auch nicht zurückgeschickt und ja, für den Weihnachtsbaum passen sie alle mal und vor Weitem sehen sie trotzdem so aus, als wären sie aus Hartplastik oder halt, als wären sie halt einfach typische Lebkuchenmännchen und wie gesagt, ich habe mir davon einen ganzen Packen bestellt, damit es auch für den Weihnachtsbaum reicht. Und ja, als allerletztes möchte ich euch noch zeigen, was ich von Lobaron eben gekauft habe. Und das ist zum einen diese Girlande hier. Und das sind sogar zwei Stück, habe ich zwei Stück davon bestellt. Also das ist halt einfach ein Juteband mit so ein paar Zapfen drauf, Lärchenzapfen, glaube ich, sind das, ja, so wie es ausschaut. Und die leuchtet halt, kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, ich habe da noch keine Batterie drin. Und da habe ich zwei Stück davon gekauft, habe aber nicht gewusst, dass die das so weiß angemalt sind, aber sie sind nicht besprüht, also das ist nur angemalt. Machen aber trotzdem so ein bisschen Dreck und das ist etwas, das stört mich immens. Auf der Website, da haben sie jetzt nicht so ausgesehen, als hätten sie so einen weißen Touch. Also da sahen sie relativ rustikal aus, ohne so ein weißes Zeugs drauf. Aber deswegen werde ich es jetzt nicht zurückschicken. Ich finde die trotzdem toll und sie machen trotzdem so diesen rustikalen Stil und oder haben den rustikalen Touch. Deswegen lasse ich sie auf jeden Fall bei uns daheim. Ich werde auf jeden Fall damit dekorieren. Und was ich schon seit Jahren haben wollte, was ich nie irgendwo gefunden habe, bis ich eben die Seite von Lobaron gefunden habe, ist diese Glockengirlande. Total rustikal. Und die machen auch so einen richtig schönen Klang und die ist auch richtig schwer, also richtig super Qualität. Und ich habe...
Und ich habe solche Girlanden schon die letzten Jahre in den amerikanischen Shop With Me Videos gesehen, wo sie sie in Target verkaufen, in Home Depot, in Home Goods oder sonst irgendwo. Und ich habe mir gedacht, das kann es doch nicht sein, dass es sowas in Deutschland nicht zu kaufen gibt. Und dieses Jahr habe ich eben die Online-Seite von Luberon gefunden und da hatten die die eben verkauft und dann habe ich sofort zuschlagen müssen, weil ich die schon so lange haben wollte. Und die möchte ich halt eben auch entweder an Sideboard hängen oder an unsere selbstgebaute Leiter, weil die finde ich auch richtig cool und da kann man das halt auch so schön runterhängen lassen oder auch mit einer Girlande oder irgendwas und das finde ich auf jeden Fall auch eine coole Idee. Ja, und deswegen habe ich mir diese Girlande gekauft, diese Glockengirlande gekauft. Und immer wenn die so ein bisschen klingelt, dann muss ich irgendwie an Österreich denken oder halt an meine Heimat Oberbayern, so nah an den Bergen, wo die Kühe auf den Weiden grasen und auch solche Glocken umhängen haben. Und das klingt halt einfach genauso. Und deswegen finde ich das auch so toll, weil mich das halt auch irgendwie an meine Heimat erinnert. Ich freue mich, dass ich diese Girlande gefunden habe. Und ja, jetzt kommt sie aber weg, weil sonst versteht ihr mich wahrscheinlich nicht. Und was ich dann noch als letztes bei Luberon bestellt habe, wie gesagt, habe ich euch ja vorhin gesagt, sind diese Glasbäumchen. Ach, jetzt muss ich die wieder auspacken, die sind in Styropor eingepackt und dieses Styropor, das fliegt auch überall rum und das liebe ich so, weil da kann ich ja wieder so viel Staub saugen. Ich meine, ich bin ein Mensch, ich mache es sehr gerne sauber und ich habe es auch sehr gerne, sehr ordentlich. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt jeden Tag staubsaugen, weil das so viel Zeit in Anspruch nimmt. Und deswegen graust es mich jetzt ein bisschen, dieses Styropor wieder rauszuheben. Aber es geht. Okay, cool. So, und zwar habe ich mir diese coolen Weihnachtsbäumchen bestellt. Die sind so geil. Die gibt es auch noch in einer anderen Größe, also noch größer und in so rostfarben, glaube ich, oder so gräulich. Und die hätte ich ja auch so gern gehabt. Einmal, dass ich diese grünen habe und dann eben die grauen. Aber die grauen, da kosten die 2 Stück 55 Euro und die waren im Sale für 15 Euro, deswegen habe ich mir auch gleich 4 davon bestellt, also 2 Packungen mit jeweils 2 Bäumchen drinnen, also insgesamt 4 und da gibt es eben einen kleinen, also das ist der kleine, einen kleinen und einen großen und zusammen wieder hingestellt ist das halt auch wieder ein richtig geiler Hingucker, eine richtig coole Deko und ja, so sehen die eben aus. Und das Coole ist, die haben hier unten auch wieder einfach nur so einen Gummiboden. Das heißt, mit denen kann ich genau das gleiche machen wie mit meinen Nanunana Kürbis. Und zwar unten den Boden aufschneiden, eine Lichtergirlande reinmachen und dann leuchten die auch noch. Und das werde ich auf jeden Fall ausprobieren, zumindest mit einem davon und gucken, wie das aussieht. Und wenn das gut aussieht, dann mache ich es bei allen 4. Und ja, das war's an sich auch schon wieder mit dem Haul. Was ich euch heute leider nicht zeigen kann, was leider noch nicht da ist, was noch eine Woche dauert, bis es ankommt, ist, ich habe mir bei Luberon noch Weihnachtsstrumpfhaken bestellt. Und das ist auch wieder so typisch amerikanisch, weil das kannte ich vorher nicht, bevor ich YouTube geschaut habe und mich mit der amerikanischen Weihnachtsdeko und allgemein mit der Deko beschäftigt habe. Und zwar benutzen das die Amis halt eben, die stellen eben diese Haken auf den Kaminsims und dann können sie eben daran ihre Weihnachtsstrümpfe hängen. Und die sind halt eben so schwer, dass die eben die Last von den Socken halten können. Und ich blende euch gerne noch ein Bild ein, wie die jetzt aussehen, damit ihr wenigstens wisst, von was ich rede. Und die werden auf jeden Fall nächste Woche, Ende nächster Woche, Anfang übernächster Woche kommen, weil die erst lieferbar sind ab Ende Oktober und Ende Oktober ist eigentlich erst übernächste Woche Montag. Deswegen muss ich da leider noch ein bisschen warten, aber sobald die da sind, werde ich sie euch in Instagram zeigen und wenn ich damit dekoriere, werde ich sie euch auch in YouTube zeigen. Aber ein extra Haul werde ich dazu nicht machen, weil sich das nicht rentieren würde. Aber ihr werdet sie auf jeden Fall in Action sehen und wie sie dann dekoriert aussehen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, konnte
euch ein bisschen inspirieren oder ein bisschen weiterhelfen. Falls es so ist, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir einen dicken Daumen nach oben da lassen würdet und meinen Kanal abonniert, denn dann seid ihr immer up to date und verpasst keine zukünftigen Videos mehr von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, stay wild and howdy!